Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier bei Gothic 2. Ja, gut, in der letzten Folge haben wir ja ein paar Banditen fertig gemacht. Ganz glanzvoll in unserer eigenen Leistung. Wir haben auf jeden Fall nicht Kavalon gebraucht. Aber das ist ja. So, wollen wir dann erstmal hier lang. Oh, die Musik. Oh, ist so gut. So, dann haben wir hier auch direkt einen Innerschrein, den wir einfach mal direkt entweihen, indem wir einfach mal alles klauen, was hier steht. Kann man halt mal machen. So, ich speichere mal. Ganz wichtig. Denn wir können hier beten. Also so würde auch das Menü, das Interface aussehen. Am Belia-Schein, normal, aber in Modded ist es irgendwie kaputt. Und woran erkennen wir, dass Innos der Gott des Feuers ist? Die Kerze ist, ja, braucht man nicht zu sagen. Wir beten mal und spenden 100 Gold. Geschick. Das wollte ich nicht. Spinaden. Also, beim Spenden kriegt man random schon wieder geschickt. Das wollte ich aber nicht. Wenn ich jetzt nochmal geschickt bekomme. Ach, tut mir leid. Wenn ich jetzt nochmal geschickt bekomme. Stärke plus 1, das wollte ich haben. So, nämlich 100 Stärke für 100 Stärke für 1 Gold. 100 Gold für 1 Stärke kann man echt machen. Haben wir trotzdem noch 628 Gold. Das kann man halt leider nicht unendlich machen. Deswegen mache ich das jetzt auch an dieser Stelle nicht. So. Zack. Machen wir ein paar Blutfliegen. Die echt nervig. Ja, das sieht schlecht aus. Da sieht gerade schlecht aus. Ich laufe einfach mal da vorne in der Hoffnung, dass sie nicht direkt hinterherkommen. Nice. Da kann ich mich nochmal voll heilen. Mana, hier Lebensenergie. Huch. Ja, der hat viel gemacht. Da kann ich direkt mit Bogen nochmal. Im Nahkampf sah das gerade etwas lächerlich aus. Und genau deswegen sollte man sich einen Bogen anschaffen. Die Wölfe lasse ich mal in Ruhe. Aus Gründen. So, aber ansonsten. Wen haben wir denn hier? Hey, Fremder! Ich habe gesehen, wie du aus den Bergen gekommen bist. Du kannst froh sein, hier nicht vor 3 Wochen vorbeigekommen zu sein. Wir hätten dich für einen entlaufenen Sträfling gehalten und mit denen haben wir kurzen Prozess gemacht. Du siehst ganz schön fertig aus. Was willst du hier? Ich bin auf dem Bauch von Banditen überfallen. Ich wurde in den Bergen von Banditen überfallen. Dieses Dreckspack. Wahrscheinlich waren es dieselben Mistkerle, die letzte Nacht eins von unseren Schafen geholt haben. Du hast ganz schön Glück gehabt. Die meisten kommen nicht mit dem Leben. Haben die davon. Wirklich ein Schaf geholt? Oder ganz am Anfang bei Xardas Turm war ja ein Schaf. Ist das Schaf vielleicht einfach abgehauen? Wasch. Die Banditen werden dir keinen Ärger mehr machen. Warum? Sind sie tot? Sie haben sich mit dem falschen Mann angelegt. Innos sei Dank. Hier, es ist nicht viel, aber du sollst es haben. Ich werde den anderen... Dreimal Wein. Geil, danke dafür. Ich brauche bessere Ausrüstung. Kann ich mir schon vorstellen, aber ich sag dir gleich. Zu verschenken haben wir hier nichts. Wenn du für das, was du willst, bezahlen kannst, wird Lobert dir was verkaufen. Ansonsten geh zu ihm und frag ihn, ob er Arbeit für dich hat. Alles klar. Ich muss weiter. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Oh nein, ich helfe dir. Ich will die Erfahrung haben. Geh weg. Nein, ich will die Erfahrung. Arschloch. Ein Mist viel weniger. Zum Arsch. Voll gemein. Einfach Erfahrung geklaut. So, hops. Ha, lustiges Schaf. Voll am Rumhüpfen und so. Gut. Ist das Kohl? Das ist aber mit dem Modpack drin, ne? Kann man
Nee, schade. Gut, dann wollen wir mal mit Lubat quatschen. Warum treibst du dich hier auf meinem Land rum? Für wen bist du? Für die aufständischen Bauern oder für den König? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Was? Verarsch mich nicht, Junge. Ich will wissen, wo du stehst. Also, für wen bist du? Für die Bauern. Für die Bauern. Ohne dieser verdammte Kriegstreiber bringt uns noch alle ins Grab. Was glaubst du, wie lange sich die Paladine das ansehen? Nach dem, was Ona sich geleistet hat, ist die ganze Stadt in Aufruhr. Was ist denn eigentlich los? Was ist hier eigentlich los? Du weißt nicht, was los ist? Herr Junge, wo kommst du her? Wir befinden uns am Rande eines Bürgerkriegs. Bis jetzt haben alle Bauern die Abgaben an die Stadt als gerechten Tribut angesehen. Aber seit die Paladini in Korinis sind, kommen die Stadtwachen immer öfter und sie holen nach und nach alles ab. Wenn das so weitergeht, haben wir bald selbst nichts mehr. Einige Bauern fangen an, sich aufzulehnen. Ona war der erste von ihnen. Erzähl mir mehr über diesen Ona. Ona ist der größte Bauer hier in der Gegend. Er hat sich von der Stadt losgesagt. Es heißt, er hat Söldner angeheuert, damit sie ihm die Stadtwache vom Hals halten. Kann's ihm nicht verübeln. Jedenfalls traut sich jetzt kein königlicher Soldat mehr auf seinen Hof. Was sind das für Söldner, die Ona angeheuert hat? Ich weiß nicht viel über die Kerle. Angeblich sollen viele von ihnen ehemalige Gefangene aus der Minenkolonie sein. Ha, was man von denen zu halten hat, ist ja bekannt. Was ist mit dir? Für wen bist du? Bauern oder König? Ich bin zu nah an der Stadt, um wirklich eine Wahl zu haben. Aber ich bin ganz froh darüber. Ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden soll. Der König lässt uns ausbluten und Ona hetzt allen, die sich ihm nicht anschließen, seine Söldner auf den Hals. Deswegen sind die meisten anderen Bauern noch unentschlossen, aber auf kurz oder lang werden sie sich schon für eine Seite entscheiden müssen. Ich brauche vernünftige Kleidung. Ich kann dir saubere Landarbeiterkleidung geben. Kannst du sie denn bezahlen? Du könntest einen Teil des Preises abarbeiten. Wenn, falls du jemand bist, der Arbeit sucht. Ich suche Arbeit. Einen weiteren Knecht kann ich nicht gebrauchen. Aber für einen Tagelöhner hätte ich schon was zu tun. Ich meine, du kannst mir ein bisschen auf dem Feld zur Hand gehen. Und es gibt auch sicher noch ein paar andere Dinge, die hier zu tun sind. Ich könnte dich mit Gold bezahlen oder dir ein paar gute Sachen zum Anziehen geben. Weil die Sachen sind eine Menge wert. Ich kann sie dir nicht umsonst geben, aber ich kann sie dir billiger verkaufen, wenn du für mich arbeitest. So wie du rumläufst, solltest du die Klamotten nehmen. Wie auch immer. Das kleine Rübenfeld neben der Scheune muss abgeerntet werden. Na gut. Dann beeil dich ein bisschen, bevor ich es mir anders überlege. Was kostet die Landarbeiterkleidung? Tja, mal sehen. Malet sagt, du hast uns die Banditen vom Hals geschafft. Die Mistkerle haben uns eine Menge Ärger gemacht. Dank dir sind wir sie jetzt los. 60 Goldstücke. 60 Goldstücke? Ist mir noch... Gut, dann wollen wir mal, Rüben pflücken. Und ja, ich meine das total ernst. Wir pflücken jetzt Rüben. Wir sind jetzt Tagelöhner. Wir verdienen unser Brot, beziehungsweise unsere Rüstung mit ehrlicher Arbeit. Was sehr interessant ist. Aber zum Glück geht es ja fix. Ich weiß jetzt auch gar nicht. Normalerweise ist das Feld auch größer. Reicht das denn schon? Diese Feldrüben sind auch gar nicht so geil. Hier, bringen gar nichts. Hier hast du deine Rüben. Ja, aber... Das sind ja noch... Hast du den Rest etwa aufgefressen? Das will ich nicht hoffen. Ja, sieh zu, dass du mehr holst. Los, an die Arbeit. Gut, das liegt nämlich daran, dass hier Modded es ein wenig anders aussieht. Und zwar
sind hier hinter noch welche. Ist normalerweise alles da vorne, deswegen wollte ich eigentlich mal gucken, ob es vielleicht, aber ja. Gut. Den Bauern können wir halt nicht über die. Über den Tisch ziehen. Ist gerade das Sprichwort nicht eingefallen. So, wie viel haben wir denn jetzt? Ist das denn Wein? Okay. 25 haben wir. Ich hoffe, das stellt ihn zufrieden. Mal gucken, ob hier vielleicht irgendwo. Aber nö. Gut. Unsere erste Aufgabe als Tagelöhner ist, glaube ich, vollbracht. Hier hast du deine Rüben. Du bist ja doch zu was. Bring sie zu meiner Frau ins Haus. Was ist mit meinem Lohn? Ich kann dir 5 Goldstücke geben. Oder die Klamotten billiger verkaufen. Was soll sein? Gib mir einen besseren Preis. Mach mir einen besseren. Gut, ich werde sie dir für 10 Goldstücke weniger geben. Es ist halt schon eine Ansage. Das ist schon besser so. Man kann natürlich die Kleidung auch klauen. Und zwar ist die Kiste hier und man kann sie einfach rausnehmen. Aber er war so nett und hat uns geholfen, deswegen sind wir mal ausnahmsweise mal nett und machen. Hey, du. Ich habe hier ein paar Rüben für dich. Gut. Das sollte reichen, um die Kerle zu mästen. Wo du schon mal hier bist. Ich habe einen fahrenden Händler gesehen, der vor ein paar Minuten hier vorbeigekommen ist. Ich glaube, er hat auf dem Weg zur Stadt Halt gemacht. Geh zu ihm und sieh nach, ob er eine brauchbare Pfanne für mich hat. Okay. Gib mir das Gold. Gib mir das Gold und ich gehe für dich zum Händler. Warte. Was ist da los? Jo, das ist das Spiel einfach abgeschmiert. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Kannst du mal bitte? Ja, ich schneide das mal, dann sehen wir uns gleich. So, da bin ich wieder. Hey, du. Ich hab ja. Gut. Das soll, wo du schon mal hier bist. Ich glaube, er hat eine auf dem Weg zur Stadt. Ja. Gib mir das. Meinst du, ich kann dir trauen? Dass du mir das. So, ich weiß noch gar nicht, warum das gerade eben abgeschmiert ist, aber ich hoffe, das funktioniert. Warum ich jetzt gerade den Level-Up bekommen habe, das liegt einfach daran, dass ich gerade auf dem Weg hierher den einen Wolf nochmal geschafft habe zu töten. Ein unsichtbares Schaf, okay. Deswegen habe ich gerade nochmal das Level-Up bekommen. Und vorhin nicht. Damit haben wir auch schon 20 Lernpunkte. Was gar nicht mal so verkehrt ist. So, Kanta. Guten Tag. Sieh an, wen haben wir denn da? Du bist auf dem Weg in die Stadt, habe ich nicht recht? Kann schon sein. Du siehst aus wie ein Flüchtling. Alle Flüchtlinge wollen in die Stadt. Du könntest sogar ein ehemaliger Sträfling aus der Minenkolonie sein. Mir ist egal, wo du herkommst. Aber ich glaube, ich habe ein interessantes Angebot für dich. Was hast du anzubieten? So wie du aussiehst, lassen dich die Wachen nie in die Stadt. Ich kann dir helfen, in die Stadt zu kommen. Ich habe hier ein kleines Stückchen Papier mit königlichem Siegel und der Unterschrift des Statthalters. Ein Passierschein. Mit dem Wisch in der Tasche kannst du so abgerissen rumlaufen, wie du willst, und die Wachen lassen dich in Ruhe. Da ist doch ein Haken an der Sache. Nein, kein Haken. Du schuldest mir lediglich einen Gefallen. Ja, okay. Wie kommst du in die Stadt? Die Wachen kennen mich. Ich werde ihnen einfach erzählen, ich hätte den Passierschein verloren. Was willst du für deinen Passierschein? Ich wusste, du bist der richtige Mann. Hör zu, du bekommst den Schein von mir, jetzt. Einfach so. Aber wenn ich dich in der Stadt treffe, schuldest du mir einen Gefallen. Haben wir eine Abmachung? Okay. Klar, immer her mit dem Wisch. Hier, sei vorsichtig damit, er ist sehr wertvoll. Eins noch.
denkt nicht einmal darüber nach, dein Wort zu brechen. Als Händler habe ich einen sehr großen Einfluss in der Stadt. Es würde dir nicht bekommen, glaub mir. Ich bin vertrauenswürdig. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Such dir was aus. Langschwert, direkt 85 Schaden, direkt am Anfang. Eine Pfanne. So. Edles Kurzschwert, 50. Aber 750 kostet das. Das ist teuer. Ich hab ja auch erstmal. Dreißig. Behalte ich auch erstmal. Ja, ein paar davon. Die behalte ich auch erstmal. Damit haben wir genau 666 gerade. Aber ich kann ja noch den Goldbrocken verkaufen. Die Goldbrocken verkaufen. Und den einen Ring. Ja, so mega viel Kohle haben wir jetzt auch nicht am Start, dass ich mir den einfach so kaufen kann. Wein habe ich bekommen. Ja. Wie gesagt, ich würde mir das gerne holen, aber es ist mir einfach viel zu teuer. So, ich muss weiter. Von mir. Immer dieses nette. Sehe ich da gerade ein Heil. Eine Heilspruchrolle? Nice. So, ich glaube, hier waren auch noch mal eine Hake. Kann ich die Hake einfach so benutzen? Ja, kann ich. Voll. Kann ich die Pfanne auch einfach so benutzen? Ja, kann ich nicht. Ja. Ah ja, ich habe noch einen Lederbeutel. 25 Münzen. Wenn ich jetzt 20, das heißt, ich habe 36 Stärke. Das heißt, ich kann den hier dann benutzen. Fast sogar die hier. Alles klar. Ach ja, ja. So, da haben wir auch nochmal zwei Typen, denen ich auch gleich nochmal spreche. So. Hallo Hilda. Hey. Hier ist deine Pfanne. Hier ist deine Pfanne. Gut, dann wollen wir mal sehen, ob sie auch was taugt. Hast du was zu essen für mich? Hier, nimm. Oh, das ist schön. Ein guter Kerl. Ein Eintopf. Lebensenergiebonus 20. Ja, das hat sich doch schon mal gelohnt. Gut, dann quatsche ich nochmal mit den beiden Burschen da draußen. Mit den drei Burschen da draußen. Mal schauen, ob... Hallo. Mal schauen, ob die was Interessantes zu sagen haben. Diese Burg da im Hintergrund übrigens ist auch mit der Elhiva dazugekommen. Warte mal. Hier draußen ist es in letzter Zeit immer gefährlicher geworden. Und die Feldräuber werden zu einer echten Plage. Hier draußen ist es in letzter Zeit echt gefährlich geworden. Dieser Sprecher hat echt sehr viel Elan in seine Texte mit eingebracht. Ich bin sehr froh, dass dieser Synchronsprecher Teil dieses Spiels ist. So, wer war das jetzt, der hier, ne? Hey, hier draußen ist es... Was ist mit dir? Ich lass mich für niemanden einspannen. Weder vom König noch von dem fetten Ona. Ich kämpfe nur für mich selbst. Okay, was mit dir, Vino? Warte mal, was macht die Arbeit? Dasselbe wie immer. Viel zu tun, wenig Geld und mit ein bisschen Pech sind morgen die Orks hier und brennen unseren Hof nieder. Die Paladine des Königs haben die ganze Stadt besetzt. Aber ich glaube kaum, dass sie ihre Hintern hier rausschwingen, wenn die Orks... Das glaube ich auch nicht. Kann ich dir helfen? Ich suche Arbeit. Hast du denn Ahnung von Feldarbeit? Was gibt's denn da zu wissen? Ich sehe schon. Ich denke, wir kommen hier schon zurecht. Wenn du für Lobat als Tagelöhner arbeiten willst, kann ich dich nur warnen. Er bezahlt Leute wie dich echt miserabel. Er hat mir angeboten, mir günstig saubere Sachen zu verkaufen, wenn ich auf dem Hof helfe. Hm,
Ich hab zwar nichts für dich zu tun, aber du kannst mir und den Jungs was zu trinken bringen. Hol mir eine Flasche Wein und ich werde Lobert erzählen, dass du uns eine echte Hilfe warst. Alles klar, hier hast du deinen Wein. Hier hast du deinen Wein. Ich frage besser nicht, wo du ihn her hast, was? Ist ja auch egal. Ich danke dir jedenfalls. Lobert wird von mir nur das Beste über dich zu hören. Oh, vielen bekommen. Dank. Gibt's irgendwelche interessanten Neuigkeiten? Ich hätte schwören können, vor 2 Tagen einen Ork drüben am Waldrand gesehen zu haben. Seitdem halte ich nachts immer mindestens ein Auge offen. Alles klar. Gut, damit haben wir, glaube ich, alles erledigt, was wir hier machen konnten. Jetzt müssen wir nochmal kurz mit Lobert quatschen. So, hi. Hast du sonst noch... Ich nicht. Ja. Aber du- ja. Was kostet die Landarbeiterkleidung? Tja, mal sehen. Du hast für mich die Feldarbeit gemacht. Du bist meiner Frau zur Hand gegangen. Vino sagt, du warst ihm eine echte Hilfe. Ich meine, das will schon was heißen. Er hält sonst nichts von Tagelöhnern. Malet sagt, du hast uns die Banditen vom Hals geschafft. Die Mistkerle haben uns eine Menge Ärger gemacht. Dank dir sind wir sie jetzt los. 30 Goldstücke. Billiger wird sie nicht. Ja, okay, Per. Gib mir die Arbeiterkleidung. In meinem Haus steht eine Truhe, da findest du saubere Sachen. Aber lass dir bloß nicht einfallen, noch was anderes zu nehmen, ohne zu fragen. Okay, darf ich sie nehmen? Wenn du einfach da stehst und nichts sagst, dann nehme ich das als Ja. Okay, dankeschön. Also ich habe gefragt, also er hat mir auch seine Zustimmung gegeben, also... Also, bisschen Essen, bisschen Gold, Bauernkleidung, danke. So, damit sind wir jetzt ein ehrlicher Bauer. Vielleicht sollte ich noch nicht mit ihm quatschen. Ich weiß nicht, ob er weiß, dass ich, du machst das schon. So. Damit haben wir jetzt unseren Weg auf jeden Fall in die Stadt gesichert. Aber wer dieser komische... Der Wolf chillt auch gerade. Wer dieser komische Kauz ist, das erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.